Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 27. Dezember, also der erste Tag nach Weihnachten. Und Weihnachten, ja, hat uns auch wenig News gebracht, keine Überraschung. Von daher heute nochmal wieder eine kurze Sendung mit Amazon, Echo und, nicht Echo, Alexa oder beides, naja, und Fortnite, genau. So, beginnen tun wir mit Amazon und das ist jetzt keine große Überraschung, man hat es eigentlich schon erwartet. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass die Weihnachtszeit die erfolgreichste war in ihrer Firmengeschichte und neue Rekorde gebrochen hat. Ja, Millionen von Leute haben sich für neue Prime-Mitgliedschaften angemeldet und weltweit haben die Leute mehr Geräte gekauft als je zuvor in der Amazon-Geschichte und dazu gehören auch Millionen von Amazon-Geräten. Sprich, das ist natürlich der Amazon Echo in den verschiedenen Varianten und der Fire TV. Also das waren dann die riesen Bestseller. Und da kommen wir auch gleich zur zweiten Nachricht, weil so viele Echos verschenkt wurden zu Weihnachten, dann wurden die natürlich auch an Weihnachten aktiviert. Und das hat der Amazon-Server irgendwie nicht verkraftet. Denn am ersten Weihnachtsfeiertag konnten sich die Echos auf einmal nicht mehr verbinden. Das schien scheint ein europäisches Problem gewesen zu sein. Sprich, der Server in Europa hat dann wohl nicht mitgespielt. Und mittlerweile sollte das aber behoben sein. Von daher, falls ihr Probleme hattet, probiert es einfach jetzt nochmal. Sollte alles fein sein. Eventuell wolltet ihr aber gestern Fortnite spielen. Fortnite, das, ich sage einfach mal, beliebtestes Spiel dieser Tage oder dieses Jahr. Das hatte nämlich auch zu kämpfen mit Serverproblemen, denn man konnte sich lange Zeit nicht anmelden, beziehungsweise ist in eine Kür gekommen und es hat gedauert, bis man endlich zum Spiel reinkam, um dann endlich spielen zu können. Und Epic, der Hersteller, hat das auch auf Twitter registriert und confirmed, dass sie sich das angucken und dass sie dran arbeiten. Tja. Muss man halt auch warten, aber mittlerweile sollte auch dieses behoben sein. Ist natürlich nur blöd gewesen, wenn man sich schön drauf gefreut hat, den zweiten Weihnachtsfeiertag vielleicht mit einer Runde zocken zu verbringen. Und dann musste man was anderes machen. Ja, und das war's dann auch schon. Wie gesagt, Weihnachtszeit ist keine große Newszeit, so viel passiert da nicht. Von daher, kommt gut in den Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt frei zwischen den Jahren. Und wir hören uns dann morgen noch einmal wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.